Hallo liebe Freunde, willkommen zu unserem zweiten Podcast. Mein Name ist Hans-Dietrich Singili. Wie ich euch versprochen habe, wir werden jeden Freitag ein Thema haben. Unser Podcast dauert nur ein paar Minuten mit dem Ziel, jedes Mal drei Fragen zu beantworten. Wer bin ich? Bin ich glücklich? Was werde ich der Nachwelt hinterlassen? Heute sprechen wir über Dankbarkeit. Was wissen wir über Dankbarkeit? Wie man Dankbarkeit zeigen kann? Wie man sie nutzen kann? Also, um die Dankbarkeit zu erklären zu können, ich werde über meine persönliche Erfahrung reden. Ich komme aus Kamerun, klar. Ich wurde in einer großen Stadt geboren, aber sehr früh wurde ich zu meiner Oma übergeben, wo ich mit ihr in einem kleinen Dorf bis zum Alter von 10 Jahren aufgewachsen bin. Als ich auf die Sekundarschule gehen musste, weil es in unserem Dorf keine gab, also musste ich meine Oma verlassen und jeden Tag oder jeden Sonntag, wollte ich sagen, 22 Kilometer von dem Wohnort meiner Oma entfernt zu Fuß gehen, um weiter die Schule zu besuchen zu können. Ich musste dann wieder am Freitag den gleichen Weg machen. Ich bin sicher, du fragst dich gerade, ob ich das ernst meine. Klar, ich meine das ernst. Das war meine Kinderzeit. Das war meine bessere Zeit. Oder meine beste Zeit, weil ich bis jetzt keine bessere Zeit gehabt habe. Wir waren glücklich. Wir waren froh. Es war einfach ganz schön, da in der Natur zu wohnen. Aber kam ein Tag, wo ich meine Oma nachgefragt habe. Oma, wie schaffst du das, um immer deine Lächeln zu haben? Manchmal, wenn wir so viele Probleme haben. Meine Oma hat eine schöne Antwort gegeben. Dimi, weißt du was? Die Dankbarkeit bedeutet, man ist dankbar, dass der im Leben ist. Die Dankbarkeit bedeutet, dass du froh sein musst, dass du Freunde hast, du Familie hast, du eine Oma hast, du einfach nach draußen gehen kannst, die Natur sehen, Menschen treffen, mit denen sprechen. Aber heute, ich habe eine Frage an dich. Bist du dankbar, dass du im Leben bist? Es ist doch einfach, oder? Erstmal, wir müssen erstmal bewusst sein, dass wir Glück haben, im Leben zu sein. Es muss uns auch bewusst sein, dass wir dankbar sein sollen oder müssen, weil aufzustehen, atmen zu können, gesund zu sein, sind die Sachen, die viele Leute werden alles geben, um die zu bekommen zu dürfen. Wir können einfach jeden Tag ein Notizbuch auch benutzen, wo wir jeden Tag auch schreiben können, wofür wir dankbar gewesen sind. Ich zum Beispiel, ich bin euch dankbar, dass ihr trotz meine Schwierigkeiten mit der Sprache. Ihr habt mich zugehört bis zum Ende. Wir sind zwar sehr, sehr zufrieden, aber wir müssen immer es zeigen. Wir können auch zwar nicht zufrieden sein, aber wir müssen dankbar sein, weil das Leben ist ein Geschenk. Ich bin dankbar, dass wir diese Brücke zusammenbauen wollen. Ich bin dankbar, dass wir dieses Netzwerk von Menschen versuchen zu bauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, eure Dimi.